Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute zeige ich euch wieder mal eine Wunder der Welt Errungenschaft, die mit einem Boss zusammenhängt. Und diese Errungenschaft gibt insgesamt 20 Urgesteine, was ziemlich viel ist und ziemlich cool ist. Und außerdem ist die Errungenschaft auch sehr einfach zu bekommen. Und zwar müsst ihr Ashtaha, den Boss, den Weltboss, freigeschaltet haben. Und was ihr dann machen müsst, ist im Endeffekt einfach nur ihn in allen Formen besiegen. Was bedeutet das, ihn in allen Formen zu besiegen? Ganz einfach, er hat 4 verschiedene Formen. Diese Formen wechseln auf einer wöchentlichen Basis und man sieht sie am Eingang seiner, seiner Höhle sozusagen, hier wo er quasi ist. Und aktuell ist die Rotation zurückgesetzt, also ist wieder auf 1 sozusagen. Das heißt, aktuell gibt es die Elektro- und Hydro-Kombination. Dann gibt es noch Pyro-Kryo, Hydro-Kryo und Pyro-Elektro. Also es gibt insgesamt 4 verschiedene Variationen. Also das heißt, ihr müsst erst Hydro-Elektro machen, dann nächste Woche kommt, also Reset müsste eigentlich immer montags sein, müsste Pyro-Kryo kommen, dann Hydro-Kryo und dann Pyro-Elektro. Und wenn ihr alle 4 Variationen habt, dann bekommt ihr die Errungenschaft mehr oder weniger automatisch, sofern ihr denn jede Woche Ashtaha besiegt habt. Und das Beste ist, wenn ihr zum Beispiel keine Boss-Materialien mehr für Ashtaha braucht und ihr es irgendwie geschafft habt, diese Errungenschaft noch nicht zu bekommen, dann müsst ihr die Errungenschaft, müsst ihr die Belohnung ja nicht einsammeln. Also was ihr machen könnt, ist quasi ihn trotzdem besiegen und einfach nicht die 60 Hearts ausgeben, die seine Belohnungen kosten im Endeffekt. Also das wäre so meine Empfehlung, wenn ihr eben keine Boss-Materialien mehr von ihm braucht. Wenn ihr sie noch braucht, dann sowieso gut. Und wenn ihr die Errungenschaft schon habt, dann auch gut. Und ja, mehr kann ich euch gar nicht zeigen, weil ich kann ihn jetzt nicht auf allen 4 Dingern besiegen. Und wäre auch irgendwie sinnlos, weil ihr wisst ja eigentlich, was ihr tun müsst. Da gibt es keine besonderen Anforderungen. Einfach nur besiegen und das war's. Und deswegen sage ich wie immer, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.